Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir müssen einen Schlüssel auftreiben für die Tür da hinten. Und deswegen werden wir einfach mal hier die Gegend durchwühlen und gucken, ob wir hier irgendwas finden, was irgendwie von Gebrauch ist. Hier waren ein paar Wölfe, die habe ich abgemetzelt. Und ja, also nichts Dramatisches. Laufen wir einfach mal ein bisschen rum und hoffen, dass wir irgendwo hier irgendwas finden, wo ein Schlüssel sein könnte. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir die Quest abschließen. Also ganz merkwürdig hier. Hier vielleicht. Im Coca-Cola-Automaten. Definitiv. Übrigens, einer der Wölfe hatte Fockkriegsgeld dabei. Frag ich mal, wie kommt er da überhaupt dran? Hat ihm sein Herrchen ein bisschen Geld mitgegeben und hat gesagt, hier, kauft ihr mal was Schickes. Und dann sind hier Bomben gekommen. Von wo? Er gibt nicht mal Erfahrung. Was soll denn der Mist? So. Ich hoffe, hier werden wir fündig. Müssen auf jeden Fall hier alles absuchen. Ohne Schlüssel kommen wir nämlich nicht weiter. Wieso nehme ich die Dinnergabel mit? Ich bin blöd. Hallo? Was ist da so laut? Selbstzerstörung. Ich sehe und ich höre Schritte. Du leitest jetzt keine Selbstzerstörung ein, ne? Was war denn das? Einfach mal so selbst in die Luft gejagt. Ich glaube, hier finden wir keinen Schlüssel. Armbrustbolzen. Wie nur die Armbrust, die ich haben möchte. Aber ich würde so gerne eine Armbrust haben. Vielleicht kann ich sie mir eines Tages bauen. Gucken. Und dieses unsichtbar werden, das nervt mich richtig. Wenn ich so, sobald es geht, werde ich das ändern. Es hat immer dieser Piepton, dieses. Da denke ich mir auch, oh Gott. Ah, wir gehen einfach von innen rein. Ja, gut, danke. Dann wird das der Ausgang sein mit dem Schlüssel. Aber schauen wir uns erstmal hier ganz gemütlich um. Ich habe keinen Stress. Heute nicht. Ich will das. Oder? Ja, ich habe die letzten Tage ein bisschen The Long Dark gespielt. Für mich alleine. Und da liegen ja unter den Betten meist Sachen. Deswegen fällt mir sowas momentan auf. Aber ich muss sagen, The Long Dark kann ich nicht lange spielen. Ich weiß nicht, wieso es. Vielleicht, weil es da keinen wirklichen Sinn gibt, außer das Überleben. Und es gibt da halt nicht wirklich viel zu tun. Oh, hier ist ein Vertibird abgestürzt. Keine Leichen? Gar nichts? Autopilot? Ich weiß es nicht. Wozu kann man hier aufs Dach, wenn nichts ist? Haben sich die Entwickler mal wieder zu viel Mühe gegeben. Okay. Gehen wir tiefer rein. Nix. Warum liegst du hier? Sinnlos ist das denn? Das war seltsam. Aber weil ich wahrscheinlich den auf der Rückseite schon gehackt habe. Die gehören irgendwie zusammen wahrscheinlich. Ich stehe. Niemand weiß, dass ich hier bin. Ich habe einen Schalldämpfer und bin unsichtbar. Ist ein bisschen auffällig, dass ich leuchte und so, ne? Was ist denn? Hat da jemand randaliert? Ich glaube, da schießt jemand.
dieses Unsichtbarwerden, ey. Oh Gott, trägt mich das auf. Ich meine, das ist natürlich cool. Gerade auch im PvP wird das wahrscheinlich sehr, sehr nützlich sein. Aber jetzt momentan. Eher langweilig. Und nervig. Na gut, gehen wir weiter. Hier scheint nichts zu sein. Schade. Gehen mal hier hin. Oh, Stühle! Genau das, was ich mir zu Weihnachten geschenkt habe. Ich schenke mir selber Stühle, ja. So arm muss man erstmal sein. So armselig, besser gesagt. Wie ich mir selber Stühle schenken kann, bin ich ja nicht arm. Bin ich reich. Bin so reich, dass ich mir selber den Geschenke. So, letzte Räumlichkeit. Wenn hier nichts ist, dann bin ich enttäuscht. Ah. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir Erschütterung am Boden, okay. Echtes Bein. Ja, zumindest finden wir jetzt genug Ventilatoren. Jetzt habe ich ein Auge dafür. Schrauben, kein Problem mehr. Ah, das kennen wir schon. Okay, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Was waren die Schritte, die wir gehört haben? Ich weiß nicht, was mich hier erwartet und das ist ein bisschen blöd. Ich höre Schritte, das heißt, es muss... Dachte ich mir schon. Doch nichts hier. Was bist du für ein Roboter? Habe ich noch nie gehört. Diese KI. Läuft wie eine Art Hund. Shit. Jetzt wissen die, dass ich hier bin. Noch einer! Wo gehe ich zuerst lang? Das sind Stimmen, die mir bekannt vorkommen. Ich hab's nicht gesehen. Terminal des Projektdirektors. Sugar Grove Intramail. Bergarbeitergerede. Zunächst möchte ich mich für das Missverständnis entschuldigen. Als Sie von Problemen mit Aufsässigen im Rusty Pick erzählten, dachte ich, es ginge um betrunkene Minderjährige. Wie sich herausstellte, ist das tatsächlich ein Problem im Rusty Pick, aber eben nicht das, worum es Ihnen ging. Unsere Aufnahmen deuten auf eine weit verbreitete Anti-Automatisierungsgesinnung hin. Einige Aufrufe zur Gründung einer Gewerkschaft und solche Dinge. Es kommt mir ziemlich harmlos vor und ist wohl nichts, um das wir uns unbedingt Sorgen machen müssten. Wir sollten aber weiterhin Augen und Ohren offen halten. Man weiß ja nie, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne jemanden als verdeckten Agenten einschleusen. Was meinen Sie? Mama Dolze. Ich habe den Laden im Auge behalten, seit ich Ihnen den Roboter... seit ich Ihnen den Report über die seltsamen Auslandsüberweisungen geschickt habe, die von dort getätigt wurden. Ich habe einen der Jungs in DC darüber informiert und raten... Sieh mal, was er herausgefunden hat. Das Geld wurde über mehrere Strohfirmen in aller Welt geleitet, landeten aber schließlich in China. Hiermit bitte ich offiziell um eine vollständige Überwachung der Mama Dolze-Anlage im Interesse der nationalen Sicherheit. Ich wette, dass ein chinesischer Spionagering dahinter steckt. Überwachungsausrüstung. Haben wir schon Ausrüstung drüben Monoga? Ich war dort, um die Überwachung vorzubereiten, die sie mir aufgetragen haben. Dabei bin ich über ein Gerät gestolpert, das aussieht wie eins der unseren. Hatten wir dort eine Operation laufen, die wir vergessen haben? Es sah so aus, als wäre es gerade erst installiert worden. Ich habe für zuerst selbst noch nichts eingerichtet, da ich die Situation erst mit ihnen besprechen wollte. Kommunisten von Grafton.
Die Streiks in Grafton halten weiter an. Verstehen diese Leute nicht, wie wichtig diese Stahlproduktion für die Kriegsbemühungen sind? Ich bitte um Erlaubnis, die Situation genauer im Auge zu behalten. Ich wäre nicht überrascht, wenn dabei auch ein oder zwei Kommunisten mitmischen. Es ist im Interesse der Navy, die Lage schnellstens unter Kontrolle zu bekommen. Wir wissen nicht einmal, ob die gleichen Leute, die Streiks organisieren, auch hinter der Sabotage der Stahlwerke mit diesem Puderzeug stecken. Wenn Sie den Einsatz der nötigen Werkzeuge genehmigen, komme ich der Sache garantiert auf den Grund. Huntersville. Mit allem Respekt, aber warum wird die Operation in Huntersville eingestellt? Lassen wir uns jetzt von der Army Befehle erteilen? Eine komplette Nachrichtensperre ist ja verständlich, aber diskrete Überwachung ist unser Spezialgebiet. Was könnte denn so geheim sein, dass nicht einmal wir es im Blick haben? 7.10.77. Bomben? Freie Staaten. Die neuesten Informationen zu den Freien Staaten. Nach der Sezession hatten wir zahlreiche Aktivitäten festgestellt, aber es ist ziemlich still geworden, seit sich letzten Monat die interessantesten Leute wie Blackwell und Clay in ihre Bunker verkrochen haben. Immerhin haben wir es geschafft, einige ihrer Nachrichtenwege zu unterlaufen, aber es scheint, als würden sie tatsächlich nur still sitzen und auf die Bomben warten, als ob der Feind so etwas auf amerikanischem Boden wagen würde. Würde er, hat er. Ich informiere Sie, sobald irgendwas Interessantes geschieht. Meinetwegen können Sie so lange schmoren, wie Sie wollen. Oder zumindest so lange, bis wir genug Ressourcen haben, um uns richtig um Sie zu kümmern. Laufwerkschreibfehler. Wir haben heute Morgen mehrere Laufwerkschreibfehler festgestellt. Offenbar ist unserem Primärzentralrechner über Nacht der Speicherplatz ausgegangen. Solange das Problem nicht behoben ist, habe ich ein sekundäres Bandlaufwerk aktiviert. Bitte starten Sie Ihre Terminals neu, dann sollte alles wieder funktionieren. Projekt Somnus. Fehler. Ist ja kacke. Ich meine, es ist ja interessant, was die ganzen Leute... Oh. Zu machen, als die Bomben fielen, aber... Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? So aufregend ist das nicht. Okay, vor dem sollte ich mich fürchten. Und ich habe Durst. Trink mir was, solange er hier hochkommt, wa? Ups. Das wollte ich nicht. Scanne nach Feinden. Aber Schlüssel habe ich auch nicht gefunden. Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Es war also dieser Bot, der die ganze Zeit gelabert hat. Der da. Ja, hallo. Ho, 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 mit dir habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Wie er einfach von der Seite kam. Oh Gott, ich hänge fest. Er hat mich in die Wand geprügelt. Der Gesetzesbrecher keine Gefahr mehr darstellt. Oh, bin rausgekommen. Fusionszelle, ja super. Danke für den Scheiß. Wie hat das geschafft, hier hochzukommen? Ich habe die ganze Zeit ein Auge drauf gehabt. Hä? Flüchtling versucht zu entkommen. Starte Verfolgung. Das sind die nicht komischen Schritte. Identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne. Ich will auf jeden Fall noch herausfinden, was diese Schritte zu bedeuten haben. Bist du da drin? Kann ich dich treffen? Okay. Ich glaube, was für ein Level der hat. Ah ja, keine Munition mehr. Ich komme wieder, keine Frage. So. Was haben wir noch? Jagdgewehr. Oh, dafür haben wir wieder ordentlich Munition. Okay, das ja, wir trotzdem getroffen. Nice.
Was haben wir denn hier? Nichts. Eine Werkbank. Erstmal den Schrott. Schalldämpfer, Schalldämpfer, Schalldämpfer. Wir haben nicht nichts gefunden, ne? Na gut. Na gut, wenn du Pots hier sind, was? Leeres Holoband? Kann ich sie selbst beschreiben? Alle leer. 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 Ich nehme sie alle mit. Keine Ahnung warum. Verbessertes Forschungsterminal. Das kennen wir ja schon, ne? Oder Stromverbrauch. Ah, oh, ne, kennen wir nicht. Kennen wir nicht. Hallo Kyle, ich habe gesehen, dass der Stromverbrauch Ihres Labors drastisch gestiegen ist. Lassen Sie übers Wochenende einen größeren Test laufen? Ich würde es sehr begrüßen, so etwas im Voraus zu erfahren. Ich musste ein paar Hilfsgeneratoren zuschalten, um den Verbrauch zu decken. Speicher des Zentralrechners. Sieht so aus, als liefe bei Ihnen ein unkontrollierter Terminalprozess. Irgendwas bläht einen Ihrer Dateiordner auf und verschlingt massiv Speicherplatz. Ich will Ihre Arbeit nicht stören, aber wenn das so weitergeht, wird es bald unsere übrigen Operationen behindern. Wollen Sie, dass ich Ihrem Netzwerk den Stecker ziehe, bis Sie das Problem unter Kontrolle haben? Antwort: Stromverbrauch, dringend. Hallo Kyle, Ihr Verbrauch ist jenseits von Gut und Böse. Ich weiß nicht, was Sie da drin machen, aber Sie haben schon 8 Generatoren in 2 Tagen abrauchen lassen. Ich musste das zivile Stromnetz anzapfen und die Leitungen sind auch schon fast maximal ausgelastet. Haben Sie von den Stromausfällen in Monaga gehört? Das waren Sie. Ihr Labor... auch nett. Alter, Ihr Labor hat eine direkte Leitung zur Energieversorgung der Basis. Ich kann Ihnen daher nicht einfach den Strom abdrehen, aber wenn das so weitergeht, muss ich den General informieren. Die Stromrechnung dürfte astronomisch werden. Laufwerksschreibfehler. Wir haben heute Morgen mehrere Laufwerksschreibfehler festgestellt. Offenbar ist unserem Primärzentralrechner über Nacht der Speicherplatz ausgegangen. Solange das Problem nicht behoben ist, habe ich eine sekundäre Bandlaufwerk aktiviert. Bitte starten Sie Ihre Terminals neu, dann sollte alles wieder funktionieren. Laufwerk Schreibfehler. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie aus dem Urlaub zurück sind. Wir müssen dringend über Ihren Speicherplatzverbrauch reden. Oh Gott. Was macht er denn hier? Projekt Pulsar. Direktor Lockhart. Ich habe mehrere Berichte erhalten, dass Projekt Pulsar exzessiv die Ressourcen von Sugar Grove verbraucht. Diese Einrichtung spielt eine entscheidende Rolle in den laufenden Kriegsbemühungen und jegliche Störung unseres Betriebs ist absolut inakzeptabel. Wenn Sie nicht fähig sind, Ihre Arbeiter mit der angemessenen Diskretion und dem nötigen Urteilsvermögen auszuüben, werden wir Sie mit jemandem ersetzen, der dazu in der Lage ist. Huh. War noch was. Ich werde am Montag, den 25.10. eine Inspektion vor Ort vornehmen. Ich erwarte bis dahin einen vollständigen Bericht über Ihre Forschungsprojekte und eine Erklärung zu den jüngsten Vorfällen. Antwort: Spion-Holoband. Hallo Kyle, es tut mir leid, aber Sie haben sich damit Ihr eigenes Grab geschaufelt. Ja, wir haben immer noch 2 Siphonbänder übrig, aber ich kann sie Ihnen nicht einfach für den Privatgebrauch ausleihen. Deshalb ist Ihnen das Projekt... doch überhaupt erst weggenommen worden. Und Kaffee ist so penibel, was die Budgetkontrolle angeht, dass das System jegliche Interaktion protokolliert. Sie macht mich einen Kopf kürzer, wenn ich die Bänder für sie aus dem Labor schmuggle. Sie finden doch sicher andere Möglichkeiten, ihre Daten zu kopieren. Leere Holobänder kosten ja zum Glück nicht viel. Oh, er wollte die Daten hier rausschaffen. Von seinem Projekt. Forschungsprojekte. Vertibird Abhörnetz. Status abgebrochen. Zielvorgabe: Projekt Locust dient dazu, einen Schwarm selbstständiger Vertibirds zu entwickeln, die sich heimlich Zutritt zu feindlichen Einrichtungen verschaffen, sich in Zentralrechnersysteme einhacken und wichtige Daten extrahieren. Deswegen der Vertibird auf dem Dach. Oh. Deswegen auch keine Insassen.
Ergebnisse. Einschätzungen der Technikabteilung haben ergeben, dass Vertibirds, die mit Projekt Loctus-Technologie ausgestattet sind, ungefähr die Größe einer handelsüblichen Limousine haben werden, wodurch verdeckte Einsätze mit einem solchen Roboterschwarm unmöglich sind. Ja, wir haben ja gesehen, wie groß das Ding da oben ist. Alter, ja. Siphon, Datenexfiltrationsprogramm. Projekt Siphon dient dazu, ein Holoband zur automatischen Datenexfiltration zu entwickeln, das feindliche Netzwerke scannt, interessante Datenquellen aufdeckt, Daten komprimiert und zur späteren Analyse extrahiert. Projekt Siphon erzielte eine erfolgreiche Datenkompressionsrate von 200 zu 1 wegen Kostenbedenken bezüglich der mit Iridium überzogenen Magnetbänder, 15 Millionen Dollar Holoband und diversen Personalproblemen, die zum Verlust von zwei Bändern führten, wurde die Projektaufsicht an die Abteilung Sugar Grove Signed Analysis übertragen. Was für ein Namen? Ich kann nicht lesen. 15 Millionen Dollar pro Holoband? Barrier, Strahlungsunterdrückungsfeld. Abgebrochen. Zielvorgabe. Projekt Barrier dient dazu, ein elektromagnetisches Unterdrückungsfeld zu entwickeln, das Gammastrahlung schwächt und als Mittel gegen Strahlungswaffen dient, wodurch Agenten nach einem taktischen Atomschlag agieren können. Ergebnisse. Obwohl erste Laborversuche vielversprechend waren, benötigt der Projekt Barrier Field Emitter exponentiell mehr Energie, um großflächig zu operieren. Nach derzeit vorliegenden Daten wird für den Schutz eines Bereichs von rund 6 Metern die Energie von 3 industriellen Kernreaktoren benötigt, was den Außeneinsatz dieser Technologie erschwert. Nicht nur erschwert, sondern auch unmöglich macht. Spotlight. Abgebrochen. Zielvorgabe. Projekt Spotlight dient dazu, einen Neutrino-Pulsemitter zu entwickeln, um feindliche Einrichtungen aus der Ferne zu scannen und eine innere Karte der Anlage zu erstellen. Ergebnisse. Am 22.06. wurde ein Praxistest des Spotlight-Ermittlers an einem zivilen Bürogebäude durchgeführt. Anschließende Berichten zufolge waren die meisten toten Opfer einer plötzlichen massenpsychotischen Episode, die durch den Scan ausgelöst wurde. Aber der Scan selbst war nicht die direkte Todesursache. Obwohl die Spotlight-Technologie mögliche militärische Anwendungen hat, ist ihre Nützlichkeit für verdeckte Operationen scheinbar begrenzt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Zufall ist, dass da mehrere plötzlich abkacken. Pulsar, EMP, Waffenentwicklung. Aktiv. Aufgabe. Ziel vom Projekt Pulsar ist die Entwicklung taktischer auf elektromagnetischen Pulsen EMP basierender Waffe, die von Agenten zur Deaktivierung oder Zerstörung von Geschütztürmen, Robotern und anderen elektronischen Sicherheitssystemen verwendet werden können. Oh, die will ich haben. Forschungsaufzeichnung. Forschungsprotokoll, 4.10.77. 4 verdammte Tests. Mehr haben wir heute nicht geschafft. 4 Tests. Es ist zwar praktisch, die Roboterherstellung direkt im Labor zu haben, aber unsere Testzyklen sind immer noch zu lang. Nach jedem Testbeschluss müssen wir den Roboter zerlegen, den Schaden analysieren und alles zurücksetzen und die Waffe neu kalibrieren und dann warten, bis der Hersteller einen neuen Roboter zusammengesetzt hat. Bei diesem Tempo werden wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahrhundert die ersten Ergebnisse erhalten. 4.10. Geschafft. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, den Testvorgang zu automatisieren. Ich kann die Herstellungskapsel darauf programmieren, dass sie einen Roboter zusammenbaut und dann den Dampf des Herstellers in einen Hydraulikantrieb umleitet, um die Waffe auszulösen. Anschließend zerlegt der Hersteller den Roboter und speichert die Ergebnisse. Der gesamte Zyklus dauert nur 8 Minuten und das Ganze kann sogar weiterlaufen, während ich nächste Woche im Urlaub bin. Wenn ich zurückkomme, wird mich ein neuer Satz Daten erwarten und ziemlich viele Probleme. 18.10. Ich wollte Daten? Tja, ich habe Daten. Irgendwo da drin muss ein verwertbares Ergebnis stecken, aber es ist in einem verdammten Stapel aus 58 Bandlaufwerken vergraben. 58 Bänder. Diese nette kleine automatische Testroutine hat den gesamten Datenspeicher der Basis gefressen. Außerdem verbrauchte sie mehr Rohmaterialien als die 81. Panzerdivision und genug Strom, um Vetoga ein Jahr lang zu versorgen. Und ich muss in diesem Scheißhaufen in weniger als einer Woche eine goldene Nadel finden. Ich bin sowas von erledigt. Das erklärt den Energieverbrauch. 21.10. Nichts.
Ich habe rein gar nichts. Die Testdaten liegen fragmentiert, quer über den ganzen Zentralrechner verstreut und das System ist überlastet. Ich kann nicht mal auf sie zugreifen, geschweige denn analysieren. Ich hoffe weiterhin, dass ich Pat in der Analysis dazu überreden kann, mir eines der Siphon-Bänder auszuleihen. Wenn ich sämtliche Daten alle beisammen habe, komme ich vielleicht zu irgendeinem brauchbaren Ergebnis. Das erklärt auch die ganzen Hohlbänder, die er da hatte. General McAllen erwartet am Montag einen Bericht von mir. Oh Gott, was soll ich noch machen? Auf die Bomben warten. Da war doch noch irgendwas, ne? Forschungsdaten. Projektdaten herunterladen. Bitte kehren Sie ins Hauptmenü zurück. Und legen Sie ein leeres, formatiertes Holoband ein. Ah, okay. Deswegen die ganzen leeren. Ich habe genug leere Holobänder. Ich kann alles absaugen. Ich habe ein leeres Holoband drinne. Was willst du denn von mir? Hä? Was? Es ist ein Lesefehler aufgetreten, bitte Holoband entfernen und neu einlegen. Willst du mich jetzt verarschen? Ups. Beschädigtes Holoband. Ja, danke. Was ist denn hier los? Ah, ich hab das Holoband. Ah, ich brauch dieses. Ich weiß. Ich weiß, was ich brauche. Ich brauch dieses spezielle Holoband. Diese Neuentwicklung. Okay, Freunde. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge müssen wir dieses spezielle Holoband finden. Und dann kommen wir zurück. Es muss einfach so sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.